Topfgucker TV empfiehlt. Als Zutaten benötigen wir Kartoffeln, Zwiebel, Pastinaken, Petersilienwurzel, Knollensellerie, Maronen, Butter, Zucker, Salz, Pfeffer aus der Mühle, frischen Thymian, Weißwein, Sahne und Öl. Der Unterschied zwischen Pastinaken und Petersilienwurzel besteht darin, im Geschmack ist die Petersilienwurzel etwas süßlicher, ähnlich der Petersilie, und wird gewonnen aus der Blattpetersilie. Das sind sozusagen die Wurzeln der Blattpetersilie. Und Pastinaken haben eher einen nussigen Geschmack und kommen eher aus dem amerikanischen Raum. Also bei uns noch nicht so verbreitet wie Petersilienwurzel. Aber sie sehen relativ ähnlich aus, schmecken aber sehr unterschiedlich, wie süß und nussig. So, ganz zuletzt widmen wir uns dem Knollensellerie. Der dürfte jedem bekannt sein. Davon nicht zu viel, sonst wird es zu intensiv und schmeckt nur noch nach Sellerie. So, zuerst werden wir die Zwiebel anbraten. Dafür die Zwiebel in kleine Stücke schneiden. Es muss nicht hundertprozentig genau sein, weil die Suppe wird dann auch püriert. Etwas Öl in den Topf geben. Die Zwiebeln dazu. Und das Ganze klassisch anschwitzen. Inzwischen das restliche Gemüse in Würfel schneiden. Das ganze Gemüse geben wir mit zu den Zwiebeln und schwitzen das mit an. So, lassen wir mal 2-3 Minuten mit schwitzen und dann machen wir die Kartoffeln dazu und löschen mit Weißwein ab. Die Kartoffeln geben wir dazu, damit die Suppe eine schöne sämische Konsistenz erhält. Dadurch sparen wir uns das Andicken mit Mehl. Jetzt löschen wir mit etwas Weißwein ab. Geben die Kartoffeln dazu. Und füllen das Ganze mit Wasser auf, bis es bedeckt ist. Jetzt würzen wir mit Salz, Pfeffer aus der Mühle und, das habe ich vorhin vergessen, ein Lorbeerblatt. Das Ganze bei geschlossenem Topfdeckel etwa 20 Minuten köcheln lassen. So, als nächstes wenden wir uns den Maronen zu. Nicht zu verwechseln mit den Pilzen, also die Maronen, die wir heute nehmen, das sind die Esskastanien. Viele haben ein gespaltenes Verhältnis zu den Maronen wegen ihrem süßen, mehligen Geschmack. Aber dem kann man heute entgegenwirken, indem wir noch ein bisschen Salz und ein bisschen frischen Thymian dran machen. Dadurch wird es etwas würziger und nicht bloß süß und mehlig. Für die faule Hausfrau gibt es gleich vorgegarte Maronen, da muss man die nicht schälen und die rösten. Die könnte man theoretisch jetzt gleich essen, die sind weich, ohne Schale. Wir schneiden sie in Scheiben. So, das Ganze wird in einer Pfanne angebraten im Butter. Etwas Zucker dazu zum Karamellisieren. Und mit etwas Salz würzen. Das Ganze 2-3 Minuten in der Pfanne anschwenken. Und dann den frischen Thymian dazugeben. Und dann kann man die Pfanne beiseite stellen, weil die Maronen brauchen wir dann nur noch zum Anrichten. So, fertig sind unsere Thymian-Maronen. So, inzwischen ist das Gemüse weich. Wir entfernen das Lorbeerblatt. Geben etwas Sahne hinzu. Lassen das Ganze noch mal kurz aufköcheln und dann wird das püriert. Je nach Bedarf noch vielleicht etwas Wasser zugeben, je nachdem, welche Konsistenz sie hat. Fertig ist unsere weiße Winterwurzelsuppe. Die Maronen oben drauf. Und jetzt viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de